Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und die Verantwort mit Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor Remake. So, wir haben unsere Stimme nicht, wir haben unsere Namen nicht, unsere Gestalt wurde uns geklaut, aber wir haben jetzt Barbara im Team, die uns hilft. Ach Leute, ich mag Barbara, sie ist meine Lieblingsgefährtin. So, und jetzt können wir... Die Probleme mit der Energieversorgung werden wirklich immer gravierender. Ja, da hast du recht. Bevor alle fossilen Brennstoffe verbraucht sind, sollte man Alternativen finden. Windgeneratoren, Wasserkraftwerke. Am meisten erwarten die Menschen sicher von der Solarenergie. Ach. Ach, das... Leute, diese Dialoge wurden vor 20 Jahren geschrieben, ne? Ja, hat sich nicht unbedingt viel verbessert. Neulich habe ich mit Krakeel aus Toadtown gechattet. Er hat jetzt Glasfaserkabel für alle seine Leitungen. Boah, ist ja super. Da kann er jetzt 100 Megabyte oder mehr ganz flott runterladen. Und die Informationsbeschaffung im Internet geht bestimmt auch viel schneller. Genau, heutzutage kann man nur überleben, wenn man verlässliche Informationen hat. Wir haben ja auch ein Büro zu Hause. Da muss man immer auf dem Laufenden sein. Man muss sich was einfallen lassen, wenn man nicht zu den Verlierern gehören will. Eieieiei, also der Dialog heute in der Zeit der quote-unquote KI-Generatoren mit verlässlich so ein Müll wie Gen AI. Hier, das, wie heißt das Ding? Das ChatGPT, so ein Scheiß, ne? Soll echt aufpassen. Und Google hat, es verkauft ja auch nur noch Kram. Also die einzigen verlässlichen Informationen heutzutage, tja, Bücher sind noch gut verlässlich, muss einfach auf das Datum gucken. Papers, wenn man sich mit Papers auskennt. Und ja, nachdenken, was man so liest. Wer schreibt das? Mit welchen Hintergedanken schreibt die Person das? Warum werden die Sachen so geschrieben, wie sie geschrieben werden? Stimmt das überhaupt? Was sagen andere ExpertInnen dazu, etc.? Ne? Sachen, auf die man meistens, wenn man nur ganz schnell was recherchieren will, dann ja auch keine Lust hat. Ne? Kann man ja verstehen. Aber es ist wichtig, dass man weiß, wie, wo und ja, welche Art und Weise man sich mit Informationen versorgt. In diese düstere, zwielichtige Welt. Vielleicht habe ich meine Flügel, um eines Tages von hier zu fliehen. Ach ja. The Moon beckons. Weißt du, unser Junge macht dieses Jahr Abitur. Oh, so groß ist der Kleine schon, unglaublich. Schön. Sagt ihr die Mädels noch was Neues? Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Ich werde das Gefühl nicht los, wir wären bis vor kurzem Schweine gewesen. Auch als Schweine. Wären wir bestimmt noch viel bezaubernder. Ich glaube, mit den meisten Leuten haben wir geredet, oder? Wenn das nach mir ging, dann schon lieber eine Krähe als ein Schwein. Krähe kann wenigstens fliegen, aber ein Schwein, das landet nur auf dem Teller. Der Fluch ist gebrochen, weil Mari den Geist verjagt hat. Diese rote Mütze und die blaue Lazose, ein hinreißender Mann. Solltest du ein Beispiel an ihm nehmen? Ach, ich finde schön, dass Barbara einfach gar nicht darauf reagiert. Dieser Mario-Verschnitt, der gerade beim Dorfvorsteher ist. Wer hat gemerkt, dass es dieser Geist ist, der einen Schweine verwandelt hat? Die Menschen sind wirklich unglaublich einfältig. In den Kellergewölben der Spukabteil kann man den Namen des Geistes finden. Aber wenn jemand ihm seinen Namen sagt, geht die Zauberkraft verloren. Bin ja gespannt, wie das noch enden soll. Gehört? Die sagen, der Name ist im Kellergewölbe der Abtei versteckt. Gehen wir. Schauen wir uns diesen Keller mal an. Dass sie was vom Mario-Verschnitt gesagt haben, hat sie aber ganz, ganz, ganz brav überhört. wir sollten nochmal uns aufs Ohr hauen. Habe ich noch einen Hotelgutschein? Ich glaube, das ist nicht ganz so teuer. Ach, das können wir uns leisten. Komm, Barbara, wir gehen uns nochmal aufs Ohr hauen.
Hätte ich auch offscreen machen können, aber für die, die das Spiel nicht kennen, hier kann man was Wichtiges kriegen, wenn man pennen geht. Willkommen im Hotel. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 10 Münzen? Ja, komm. Es gibt teurere Herbergen. Genieße deinen Aufenthalt. Ja, ui, oh, der glänzt aber, der Pfirsich. Und gut geschlafen? Dann gute Reise, kommt immer die Kampf vorbei. Guckt euch mal den Gloss auf der Frucht an. Hei, hei, hei. Eine Frucht aus Düsterdorf. Die brauchen wir fürs Kochen. Hätte sich das gedacht. Ja, ja, die Krähen. Ah. Ich meine auch erneuerbare Energien, ne? Windkraftwerke, Wasserkraftwerke, Solarzellen. Ist natürlich gut, wenn man die benutzt. Aber unser eigentliches Ziel sollte es sein... Hey, 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 ich hab dich erwartet. Ich hätte dir im Dorf aufgelauert, aber ich wollte nicht mein wahres Gesicht zeigen. Also bist du der Geist, der diesem Mann Namen und Körper gestohlen hat? Wie kommst du mir bekannt vor? Na gut, mein Freund, auch dieses Mal bekommst du eine Chance. Wenn du rätst, wie ich heiße, bekommst du Namen und Körper zurück. Wie heiße ich wohl? Ah. Kann man die rausfinden? Freigelenk einfach abzuhauen. Er hat uns in das Licht geführt. Wir müssen schnell deinen Namen und deinen Körper wiederfinden. Ach, sie ist so cute. Ich wollte gerade auf irgendwas raus. Ja. Also unser Ziel sollte es ja, den Energiekonsum zu verringern. Einfach effizienter zu sein, wenn wir schon so viel Energie konsumieren müssen, ne? Und nicht einfach im Laden die ganze Zeit die Lichter anzulassen nachts. Oder generell. Ich meine, wir haben ja so viele. Meine Suse. Wir haben ja so viele effiziente Sachen in unserem Erforsch. Die sollte man auch einsetzen. Ne? Nicht, dass wir immer mehr Energie haben und dann einfach zu denken, brauchen wir nicht. Ne? Kann man einfach mehr verballern. Hm. Oh, naja. Ich bin ja nur eine Paläontologin, was weiß ich denn. Yay! Er brennt. Jetzt muss er aufpassen mit der... Ja, ja, dich machen wir in der nächsten Runde platt, Kumpel. Sehr gut. Ja, die Note fliegt auf uns zu. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel Schaden Barbara macht. Aber sie ist ja noch nicht geupgradet, ergo... Ein Stern. Eieiei. Gut, hätte uns was nutzen können, aber no. Ich könnte Power hauen. Oh. Ich glaube, ein Sprung reicht aus. Yes. Sehr gut. Nee, eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, sie hätten bei der Farbe der Knöpfe. Hätten sie A grün und B rot machen können, wie auf dem GameCube. Weil jetzt, wo ich den roten Knopf gesehen hatte, hätte ich fast B gedrückt. Gut, dann wären zwar Y und X beide grau, aber gibt es Schlimmeres im Leben. So. Die Röhren sehen schon cool aus. So, aber gehen wir. Also es ist so ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist. Wäre nie am Original gewesen und für uns Leute mit Muscle Memory. Ich glaube aber nicht, dass wir sie platt kriegen. Ich glaube, so viel Angriff haben wir nicht. Die Suselwusel, die gibt so viele XP. Wir versuchen es, aber wenn man die nicht in einer Runde platt kriegt, dann flüchtet die so schnell.
blockt. Bleib hier. Du willst singen? Nein. Ja, dann halt nicht. Ja, die gibt ordentlich XP. Da fragt man sich, ob es nicht zuerst besser ist, die auch Platz zu machen, als dass man sie scannt. Ja, mit einem Power Douts kann man das wahrscheinlich relativ locker flockig schaffen, aber ne? Und schon haben wir unseren Exkurs in die Wundgrube rein. Ein Wutbeben. Nice. Ja, ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als gegen die ganzen Gegner hier zu catchen. Die sind nämlich schnell. Also ich habe eine Idee. Wir nehmen mal Erdbeben. Dann machen wir mal Wutbeben. Autschi. Früher blocken. Okay. Oder habe ich irgendwas? Nee. Ja, Wutbeben kann man kaufen. Ja, das gibt sicher ordentlich XP. Ordentlich würde ich das jetzt zwar nicht nennen, aber hey. 8 Sternpunkte sind auch 8 Sternpunkte. Die sind auch zu strong. Ne? Kann man nix gegen sagen. So. Und da können wir wenigstens ein bisschen vorarbeiten. Den Kollegen da hinten müssen wir eh mit dem Erdbeben treffen. Ja, die sind, glaube ich, immun gegen Feuer, oder? Tja. Tschüss. Ist halt Erdbeben, ich sag's euch. Das ist so ein guter Ort und der ist einfach für so viele Situationen useful. Flächenschaden, Erdbeben, Deckengegner, Erdbeben, Schalentiere und andere umwerfbare Kollegen, Erdbeben. Vor allem bevor man auf spitzige Gegner springen kann, ne? Ach, die Colors, die sind so beautiful. Auch wenn es nicht mehr so düster ist wie vorher. Aber sieht sehr schön aus. Ja, wir müssen ja auch nicht hingehen mit dem. So. Gut, ja, wir sind Level 12. Das. Ja, komm. Wir fühlen auf jeden Fall nochmal. Gut. Und jetzt gab es da einen Ort im Brunnen, wo wir nicht weiterkommen konnten. Aber dank Barbaras Hilfe wird das jetzt klappen. Wenn wir an den ganzen Gegner vorbeikommen. Erdbeben. Ja, ich weiß, dass sie immun gegen Feuer sind, aber sie macht trotzdem Schaden. Ach, Käfer sind süß. Gibt es eigentlich Käferplüschtiere? Ich finde, es sollte Käferplüschtiere geben. So ein kleines Plüschi. So mega cute. Ja. Guckt auf mein Yoshi-Plüschi und denkt an meinen Goomba-Plüschi. Oh Gott. Oder eben stachelige Gegner, die man. Mit dem Erdbeben, die man umwerfen kann. Erdbeben. So. Schattenhieb. Muss ich mich immer kurz konzentrieren. Weil die Knöpfe alle rund sind. Weil verschiedene Farben haben. Ja gut, hier catcht man immer. Das
Ladeserver-Programm. Gut, ich glaube, es ist weit genug. Das könnte man früher auch einfacher schieben. Ah, da kommt man nicht durch. Gut zu wissen. Eine weitere Insignie der Sonne. Sehr schön. Ja, ich speichere absichtlich nicht. Einfach just in case, dass irgendwas passieren sollte. So. Oh, übrigens, das Spiel sieht auf dem Fernseher richtig schnieke aus. Man fühlt sich, als würde man echt das Original spielen. Nur halt in schicker. Ach, ein Videospiel auf dem Fernseher spielen ist sowieso. Tenten. Schön auf dem Sofa sein. Sich einfach entspannen. So, was bist du denn für Ena? Guten Morgen, guten Morgen. Guten Tag, guten Tag. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Tag, guten Tag. Hey, war hier gerade jemand? Naja, egal. Lange geht das eh nicht mehr gut. Weil jemand seinen wirklichen Namen rät, ist das vorbei mit der Zauberei. Und mich, der ich seinen Namen weiß, schließt in dieses finstere Zimmer ein. Außerdem soll ich auch noch den Buchstaben bewachen. Die Quälerei. Trotzdem könnte dieser Rumpel mal zurückkommen. Ich habe ziemlich Hunger. Oh, hey! Hau ab, hau ab! Tja. Rumpel heißt der. Oh, Kraft Plus. Schnaffikato. Haben wir genügend OP für Kraft Plus 6 OP? Ah. Nein, ich habe alles so Sachen dran. Nice, ja. Die ich halt gern benutze. Beziehungsweise Kraft Plus Partner, KP Plus. Und dann war es. Zwei Level Ups. Okay, Leute, das kriegen wir hin. Ein P erhalten. Buchstabe, der hilft, Marios Namen und Körper zu retten. Abteischlüssel erhalten. Öffnet die Tür eines Zimmers. Danke für die Info, Kumpel. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Tag, guten Tag. Aber im Original sagt er nur noch, hau ab. Nachdem man quasi erfahren hat. Oh, hast du gehört, was dieser Papagei gesagt hat? Rumpel, so heißt der Kerl. Jetzt können wir uns seinen Namen und Körper zurückholen. Komm schon, den machen wir fertig. So. Eine Röhre? Mich graust es ja schon. Die war vorher nicht da, die zu benutzen. Das ist wieder für einen Wegabkürzungszauber hier. Ich meine, ne? Aber ne? Nein. Nee, also das ist jetzt aber nicht deren Ernst, oder? Das hat Charakter gestärkt, ja, sich da wieder durchboxen zu müssen durch die ganzen Gegner. Und da einfach eine Röhre ins Düsterdorf? Ich hab euch gesagt, Leute, ich habe euch gesagt, dass diese Röhre sicher irgendwie ein Wegabkürzungs-Dingsbums sein wird. Und meine Worte klangen nicht hohl. Sie waren richtig. Aber Taro, wenn es das Ding hat, kannst du es doch einfach benutzen. Kann ich schon. Aber hallo, ihr Buhus. Aber das ist doch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Dass man da einfach alles abkürzt. Man hat die Namen erraten, dann muss er wieder zurück durch den Wald. Und jetzt könnt ihr mich für eigenbrötlerisch oder was auch immer halten, aber das machen wir jetzt so. Beim nächsten Mal. Und ich mach's offscreen, aber trotzdem.
Haben wir gerade Level. Sind wir in Level abgefahren? Nee. Gut. Also, ich danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.